Halloween, meine lieben Sportsfreunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Meine Sportsfreunde, es geht Schlag auf Schlag. Montag und die dritte Folge des Happy Halloween Events ist auf meinem Kanal hier am Start. Wir sind hier in Norwegen, haben eine Ladung genommen nach Oslo, meine lieben Sportsfreunde. Und dann würde ich sagen, wir starten einmal los. Hupe funktioniert, Gas auch. Also geht's los, Gang müssen wir neulegen und dann geht's auf. So, da wir sind im Norden von Oslo, sage ich es nicht gleich. In Oslo, in Bergen und von Tanumi, kurz vor Oslo. Vielleicht nehmen wir hier die zwei Dinger da mit. Schauen wir mal. Grüße gehen nochmal raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und Biege die nach rechts ab. Veteranen. Schön, dass ihr hier da den Weg zu mir ins Du Happy biegst rechts Halloween ab. Event gefunden habt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play Biege unterhalten. nach rechts ab. Genauso wie Grüße rausgeben, meine lieben Sportsfreunde, an den lieben Sabius. Grüße gehen natürlich raus an die lieben Sabius. An den Erik Privatmehl. An den Werner und an den lieben Mike geht die Grüße mal raus. Persönlich gehen da Grüße raus an meine YouTube-Kollegen. Fangen wir von meinem Freund, meinem Mentor hier auf YouTube, der Meister der Classic Trucks, an Trakahandal, Hermann M. der Micha von der ITL auf Achse, der Christian von der ITL auf Achse, der Maisi on the Road. Der JJ on Tour und die ganzen anderen lieben Kollegen, die was hier bei mir verlinkt sind, schaut mal bei einer vorbei, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar. Und wenn es geht, meine lieben Sportsfreunde, schaut die Videos von Anfang bis zum Ende an. Warum und wieso? Weil ihr hier uns mit Schauen von Anfang natürlich bis zum Ende liken und einen netten Kommentar, oder je nachdem, einen Kommentar im YouTube-Algorithmus unterstützen würdet. Und wer natürlich Lust und Laune hat, der darf mich natürlich auch gerne unterstützen in Form von einem Abo, die Glocken zu aktivieren. Und ja, dann verwandt es einfach nichts mehr Neues. So. Ja, was jetzt mal gesagt, Norwegen ist die nächste Station für unseren Happy Halloween Event. Mal schauen wir mal, vielleicht schaffen wir da eine zweite Ladung, vielleicht gerade eine. Mal schauen wir mal, wie wir das. Mal kurz finden noch. Ein Sportsfreunde. Ja, wie schafft es der HP eigentlich so einen gefühlten, wie sagt man da, also ein gefühltes Programm, also eine gefühlte Programmwoche zu haben? Das ist ganz einfach, meine Sportsfreunde. Ich fange um Punkt Mitternacht immer mit meiner Arbeit. Ich bin hauptberuflich LKW-Fahrer. Ich fahre mit einem Tankwagen. Ich fange um Mitternacht an. Das heißt für mich 23 Uhr aufstehe. 23:30 Uhr fahre ich von mir daheim weg. Und so zwischen 23:45 Uhr und Mitternacht fahre ich dann bei uns in der Firma weg. Entweder nach Neustadt an der Donau oder nach Ingolstadt. Einmal Sprit laden. Und dann fahre ich nach Tirol zurück und irgendwo da in Tirol halt stelle ich dann bei einer Tankstelle zu. Hab einmal da so etwas gemacht wie HP on Tour im Real Life. Da bin ich immer dabei gewesen, da sind wir meinen ganzen Tag dabei. Im Fiesklo bin ich dabei. Also da habe ich meinen ganzen Tag ein bisschen ein bisschen aufgenommen in ein paar so Videos. Vier oder fünf Stück sind. Könntest du mal vorbeischauen und mir ein Like da lassen? Hätte ich zwar gerne eine längere Serie geplant gehabt, aber ich weiß dann nicht recht, wieder Immer weiterfahren sollte, geradeaus. weil es ist immer das Gleiche bei mir. Also ich fahre immer an die gleichen Tankstellen. Ich fahre immer an die gleichen Tankstellen. Ja, in der Nacht ist das irgendwie, glaube ich, nicht so interessant, wenn ich die Autobahn zeige. Von dem her. So mal zu dem Thema. Ja, dann komme ich heim, so zwischen
je nachdem, zu welcher Tankstelle dass ich fahre, sage ich mal so zwischen 8. und 11. Vormittag. Das ist so ein Zeitfenster, da komme ich dann heim. Da lege ich mich vielleicht ein bisschen nieder, vielleicht für 2-3 Stunden. Und dann fange ich an, meine Videos zu produzieren. Bis meine Frau dann auf Nacht heimkommt von der Arbeit. Dann essen, duschen, schlafen und dann das ganze Ding wieder von vorn. Am Wochenende schaut das ganze Ding schon ein bisschen anders aus. Am Wochenende schaffe ich es vielleicht, dass ich ein oder zwei Videos pro Tag da produziere. Meistens im Am Moment sind es eh Fenster zwei. erste Ausfahrt nehmen. Und dann nehme ich Nimm sogar diese die einmal in Ausfahrt. Kauf, dass ich einfach weniger schlafe und einfach mehr produziere. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich das einfach für mich selber möchte. Weil ich hab einfach so, mal so ein kreatives Denken, dass ich dann einfach nicht mehr schlafen kann. Ich habe jetzt nicht nur hier meinen YouTube-Kanal, wo ich mir viel Gedanken mache über Storyplay, sondern ich schaue auch viel bei anderen YouTubern. Und da ist dann klar, da, so wie beim Hermann M. beim Micha. Ich versuche da im Roleplay ein bisschen zu interagieren. Ich versuche dann hier ein bisschen mitzuwirken irgendwo, wie ich es jetzt so mache beim Hermann M. mit dem Aushelfen. Weil eben die Fahrerthematik am Markt ist, wir haben viel zu wenig LKW-Fahrer. Deswegen hilft man sich halt dann gegenseitig ein bisschen aus, wenn man Zeit hat und eine kurze Ladung sucht. Und vielleicht wird es einmal, dass hier Dinge in die Ladung vorfinden, Hermann. Oder Am wir haben Kreisverkehr jetzt ja erste momentan Ausfahrt den nehmen. Tieflader hinten dranhängen am M1. Nimm diese Das kann Ausfahrt. aber auch gleich wieder sein, dass ich sage, der Micha hat ein bisschen mehr Aufträge für irgendwo. Wir müssen da wieder ein bisschen mehr dreifahren. Aber ich will es ein bisschen abwechslungsreich für ihn gerade gestalten. Und da seid ihr es halt auch ein bisschen hier mitgefragt. Ich sehe das bei Kingdom Comes Deliveries. Die ist ein super Spiel. Für mich. Super. Aber ich sehe, dass das so einige von ihnen nicht so interessiert. So ein historisches. Wie soll ich sagen, das ist ein historisches Spiel, sage ich jetzt einmal. Dass das so einiges von euch nicht interessiert oder mache ich das ein bisschen zu schlecht dann für das, das weiß ich nicht. Aber ich versuche immer ein bisschen was Neues, nicht nur so der ETS, ich liebe ihn. Genauso wie ein LS, ich liebe ihn. Das werde ich natürlich beibehalten, aber ich werde immer wieder danach probieren, euch so ein bisschen andere Spiele zu präsentieren. Und sei es nur so 15 Folgen und dann machen wir 15 Folgen was anderes. Und das möchte ich eben mit dem nächsten Jahr, möchte ich eben das eben weiter handhaben. Ich habe das schon gesehen. Das Car-Mechanic Simulator kommt ganz gut an. Denk. Hat zwar da einmal, der was jetzt hier das schaut und mein Car-Mechanic Simulator zockt. Schaut mal auf Steam, was gibt es da an Erweiterungen, an DLCs, so heißt es richtig. Ich habe fast alle DLCs und dann sagst du, ein Spiel. Keine Ahnung, den Mazda RX-7, das war mal geil, wenn du so ein Mazda RX-7 irgendwo gebraucht aus dem Schrottplatz holst und dann baut den einmal voll auf. Oder schreib's mir einfach in Wünsche in die Kommentare rein. Das ist ja so ein Projekt da. Es wird ja Spaß machen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel meinen Car-Mechanic Simulator nicht ständig mitnehmen, Ölwechsel, Bremsflüssigkeit wechseln, Bremsen machen, sondern ich würde ja da schon bedenken, auf dem Schrottplatz und dann was kriegen wir. Weil das ist ja für mich auch spannend.
Genauso wie wir die Scheunenkarten haben wir auch noch. Da möchte ich mitnehmen. Aber da braucht man Kohle. Da braucht man unheimlich viel Kohle, weil in die Scheunenkuh oft einmal, keine Ahnung, ein Ferrari drinsteht. Oder ein Porsche, ein guter halt. Und der kostet halt dann richtig Asche. Und da unter 100.000 brauchst du nicht in so eine Scheune, in eine Scheune gehen. Wenn du einmal die Scheunenkarten benutzt hast, ist die weg. Und die sind wirklich rar. Ich habe jetzt 8 Scheunenkarten, nur so einmal von denen her geredet. War jetzt mal so zu dem Thema. Hausflipper wird sicher auch wieder eine Staffel kommen, dass man da ein bisschen Abwechslung reinbringt und dass ich halt auch zum Beispiel bei anderen Spielen wieder ein bisschen Geld mir erzocken kann. Aber vielleicht wird auch was anderes kommen. Vielleicht mache ich was mit Herbert, mit meinem besten Bro. Müssen wir mal schauen. Ein bisschen was ist da in der Planung? Ein bisschen was ist in der Planung? Nur nicht, nur, es ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Aber den werde ich auch kennenlernen. Es sind die Charakteren, die wo sie so ein bisschen hier bei mir einfließen lassen, wie ein Herbert, mein besten Freund, der wo ja meine rechte Hand bei den Wolftransporten ist. Den gibt es ja wirklich. Den gibt es ja wirklich. Mit dem ist was in Planung. Der Andi, mein Bankberater von den Wolftransporten. Es ist wirklich mein Bankberater. Hat jetzt zwei Charaktere, hat damals mein Eishockey auch gegeben. Der Herbert hat damals nur Angel Dust geheißen. Und der Andi hat jetzt wirklich Andi geheißen. Da ist halt was geplant mit den Jungs. Also ich bin drauf aus, außer es möchte, also mit LS suche ich nur jemanden oder ein oder zwei, die was Bock drauf haben, mit mir da 3 Folgen am Stück aufzunehmen, ein bisschen ein Roleplay reinzubringen. Können da gern kleine YouTuber sein, ich tue auch gern kleine, die was kleiner sind als wie ich. Unterstützen, ja, wie da war ich ganz gern zusammen mit Leuten, die was ein bisschen größer sind als wie. Sei es jetzt im LS, sei es jetzt im ETS2. Überhaupt so geil, sollen wir so ein Weihnachtsspecial machen im ETS2? Jeder mit so einem Weihnachtstruck fahren, so in einem Livestream, das war natürlich äußerst genial. Falls dass der Grimes seinen Wintermotor auf die 153 ausbaut, außer wir kriegen mit der 153 dann eine Saison, wo sie natürlich mit jeder natürlich weiteren Update hofft, dass auf saisonmäßig was reinkommt hier in den ETS. Entschuldigung, ich muss nur was trinken und es wird schon wieder die Kehle zu trocken. Ja, das ist bei mir die ganze Kunst hier. Eben wie gesagt, ich bin ein bisschen abgeschweift, aber das ist typisch bei mir. Warum, dass ich einfach so viel produziere, weil ich bin so kreativ, die man mal, dass ich dann, ich kann dann einfach nicht schlafen. Ich habe dann also eine fixe Idee im Kopf, wie etwas zum Laufen hat oder wie ich etwas gestalten möchte, wie der Verlauf ist, den roten Faden, den was ich da verfolge. Dann werden halt einfach einmal ein paar Stunden Schlaf eben gekürzt. Ich weiß, das ist nicht das Gesündeste. Aber ich hole dann den Schlaf schon wieder rein, weil es gibt ein paar Tage, da komme ich dann heim und dann schaue ich auf meinen Produktionskalender und denke mir, ja gut, ich habe jetzt da einen Tag schon oder 2 Tage richtig gut vorausproduziert. Komm, schlafen wir mal ein bisschen was. Ich bin jetzt mit aktuell habe jetzt 631 Abonnenten und für das bin ich dankbar, weil ohne ihn gegangen hat das gar nicht. Das ist schon mal klar, ohne ihn gegangen hat das gar nicht.
Siehst du, jetzt habe ich bei mir selber einen Faden verloren. Was ich sagen wollte. Und was heißt jetzt gegangen? Ah ja, ich verdiene nichts mit dem. Es ist eine brotlose Kunst. Es ist eine brotlose Kunst, aber ich mache das unheimlich gern. Und bei 630 Abonnenten, also. Ja, wie gesagt, es ist eine brotlose Kunst, da jammert die nicht drauf, ich mache das wirklich. Ich mache das wirklich auf Just for Fun. Das ist. Ich möchte auch wieder mehr von meinem Modellbau bringen, von Angel Wolf, weil jetzt dann, jetzt kriegen wir die kalte Jahreszeit. Und dann wird wieder ein bisschen mehr, dann wird wieder ein bisschen mehr im Keller gearbeitet. Mit Gipsen und. Vielleicht mache ich mir da einen Livestream, wenn's ist. Kann mir ganz leicht sein, dass ich meinen Nachmittag sage, okay, jetzt mache ich einen Livestream und die Leute können mich ein bisschen was fragen und es ist bei mir immer spontan. Das kommt bei mir wirklich. Ich sage spontan, ich mache jetzt halt ETS-Livestream, LS-Livestream oder keine Ahnung, ich gehe in den Keller zu meiner Modelleisenbahn, mache da einen Livestream. Foto einmal übersehen, ja, ist aber lauter Quatschen, gell? Ja, ich bin echt dankbar. Für 631 Abonnenten im Moment bin ich wirklich dankbar, die ich damals angefangen habe mit dem Eishockey, mit dem Red Bull aus München, hätte ich das nie gedacht. Jeder nie gedacht, dass ich die 500 knacke. Und das 500, das ist jetzt ein gutes Jahr her. Und meiner Meinung nach, und ich hoffe, dass jetzt die drei Herren hier zuschauen, hoffe ich mal. Das ist einerseits ein Ehrenhuper, es hat jetzt nichts mit einem Ranking zu tun. Ein Ehrenhuper geht einmal aus, wirklich an JJ Antwerp. Der, wo man schon ein paar einige Mods bei Screamshot zugeschickt hat, wie es heißt. Wenn ich ihn danach gefragt habe, dann geht einmal Ehrenhuber aus an Hermann N. Der, wo es mir auch schon viele Tipps gegeben hat, der, wo es mir auch schon den, der, wo es mir sein Mod zur Verfügung gestellt hat, von seinem Firmenskin Hermann. Danke, gell? Das ist echt super, der, wo es mir immer wieder, der, wo es mir am Anfang irgendwie der, wo Hilfe geboten für. Soundeinstellung, glaube ich, hat er mir am Anfang geboten. Da ist aber der Tracker Anteil davor schon bei mir gewesen. Micha von der ITL. Er hat es nicht an. Ich glaube, Micha, du hast es nicht immer leicht mit mir, weil ich halt einfach dir mal was falsch verstehe in deinem Video und vielleicht mit dir mal nervt. Aber es tut mir leid, ich versuche halt hier das alles ein bisschen unter einen Dach zu bringen. Und wenn wir jetzt einen Mais wieder dazu nehmen, der Maisie on the Road ist auch ein super YouTube-Kollege von mir, auch zu einem Freund geworden. Muss man auch sagen, hab mir auch schon viele Mods per E-Mail geschickt, muss ich sagen. Maisie, super. Ehrenhuber geht natürlich an die auch raus, gell? Die darf ich nicht vergessen. Und sollte jetzt irgendeinen Kollegen vergessen und der was mir auch geholfen hat, dann tue ich mich bitte entschuldigen. Aber es ist so eine geile Gemeinschaft, die was hier nur im ETS ist. Das ist echt der Wahnsinn. Und genau da wollte ich das sagen. Genau das gleiche war das, was ich zuerst sagen wollte. Das ist genau die Gemeinschaft, die was mich nach vorn getragen hat. Und deiner Jungs habe ich das zu verdanken, auch, dass ich zu meinen Abonnenten gekommen bin. Dafür danke, Jungs, gell, dass ihr auch immer wieder Werbung macht für mich in die Videos. Dass ihr auf meine Story, wenn es in der Fülle meiner Videos einmal anzuschaut. Nein, ich weiß, ich will keinen Vorwurf machen, ich weiß, dass man sich nicht jedes Video von mir anschauen kann, weil ich wirklich viele mache. Das ist mir wieder erwähnt, was bei mir in der Story passiert. Also dafür danke ich mit meinem ganzen Herzen. Und für das
werde ich Ihnen für immer und ewig dankbar sein, dass Sie das für mich macht. Und das glaube ich, habe ich auch mein 500 Abonnenten-Special immer, habe ich mich auch bedankt. Ich glaube, ich habe mich irgendwo anders da schon mal bedankt. Und ich werde mich ja immer wieder, wenn das Thema aufkommt, Jungs, werde ich mich bei Ihnen bedanken. Vor allem ein richtig großes, ein richtig viel Zeit mit OBS helfen und Soundeinstellungen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht sehen wird. Es ist einfach total kein Anteil. Und das hat mir wirklich, wirklich weh, du, wenn man gesagt hat, so Schluss. Ich gehe in YouTube-Rente. Das hat mir wirklich ein bisschen weh, du, weil er ist ein richtig guter YouTube-Kollege von mir. Ich habe mit ihm immer noch Kontakt mit dem Tracker-Handel. Ihm geht's gut. Er hat halt Familie und das respektiere ich. Aber er hat mir schon wirklich viel geholfen mit UPS einstellen. Ich habe viele Stories mit dem am Anfang besprochen, wie man was macht, speziell wo ich mit den alten LKWs unterwegs gewesen bin. Und ich echt sagen, super Kollege, hat mir auch viel geholfen. Also lieber Andal, wenn du das siehst, gell. Hey, fühl dich in den Arm genommen von mir und richtig gedrückt, gell. Und auch die anderen Jungs, fühlt sich von mir richtig gedrückt. Ihr seid die Besten. Die Gemeinschaft, ich möchte um nichts wissen. Also danke, danke, danke. Ich weiß, ich schweife vor vom Hundertstel ins Tausendstel und wieder zurück. Aber ich wollte dich heute mal so ein bisschen, weil das ist die Eventtouren, die sind ein bisschen so. Real-Life-Talk sind das für mich so. Ich verzähle Sachen, wo ich sage, das kann der Ding interessieren und was mit meinem Kanal passiert und wie es weitergeht. Sind wir schon da und ich habe eigentlich nur so viel zum Verzöhnen. Wie meine Frau sagt, ich bin eine kleine Plaudertasche. Wir sind heile angekommen. Ah, da gleich wieder geht's einmal um das Rundell rum. Ja, man kann das jetzt in der nächsten Folge kommen, jetzt verzögern, wenn es dann nicht vergisst. Geht's mit den Wolf-Transporte weiter. Nochmal so einen groben Plan. Ich spüre sich die Zeit jetzt im Moment zwischen warm und kalt und der trockene Hals, das ist brutal. Sorry, wenn es mir nebenbei trinken hört, aber erstens ist Trinken wichtig und zweitens, momentan ist die Luft so trocken, dass es nicht mehr anders geht. Hoppala! Na, schauen wir mal. Wäre jetzt cool, wenn wir noch eine Kruzi kriegen würden. Schauen wir, vielleicht kriegen wir da eine aktuelle. Und diese Kruzi, aber ich glaube eher, dass der. Zeit von Monoria nach Dänemark. Hätten wir Dänemark mit denen auch angeschlossen, dann könnte man das nächste Mal nach Schweden nummer hüpfen. Oder vielleicht von Dänemark auf Schweden. Da haben wir auch noch mal etwas. Jetzt passt auf. Vielleicht haben wir was von Oslo nach Oslo.
das Kurze. Ja. Wir vermuten immer, dass das langweilig ist, wenn wir jetzt da nach Dänemark heute fahren. Das ist schon wieder alles zu weit. Das ist schon zu weit weg. Ja, na gut, das ist schon zwei Wege, Frau Wanger, das ist schon. Erst 55. Ist schon zu lang, das ist schon zu lang. Dann können wir fast, da sind wir nur eine Viertelstunde unterwegs. Na passt, dann machen wir das beim nächsten Mal, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es sind ein paar interessante Gesprächsthemen dabei. Ich werde es hier nur weiter vorproduzieren, immer, weil ich einfach so schön jetzt im Redefluss bin und nicht viel immer verzögern möchte. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und wer Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus dem Happy Halloween Event weitergeht, nichts mehr Neues zusammen wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mir meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist für mich wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!